Ja, herzlich willkommen zu dieser Einheit virtuelles Torwarttraining. Vom Gefühl her ist das eher so eine Art Nachruf auf das virtuelle Torwarttraining. Viele von euch haben gefragt, wie sieht es denn aus mit neuen Videos? Und eigentlich wäre es jetzt ideal gewesen, wieder auf die Plätze zu gehen und mal ein neues Video zu machen. Themen hatten wir auch genug. Denn letztendlich, wir wollten noch Themen machen zum Thema Sprungkraft. Wir wollten da nochmal auf bestimmte Sachen vom Absprung zu hohen Bällen eingehen. Wir hatten auch nochmal so ein kleines Detail zum Thema Abdruck nochmal, wobei wir da nicht an hohe Bälle dachten, sondern überhaupt an dieses Ding nochmal das so ein Stückchen herauszuarbeiten, aber auch bestimmte Dinge im 1 gegen 1 nochmals zu beleuchten. Wir hatten auch noch so ein paar kleine Sachen, worüber wir etwas reden wollten. Wir wollten auch nochmal mit dem Material und überhaupt. Aber letztendlich, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Denn mein Demo-Torwart, die blaue Mauer, hat sich am Kreuzband verletzt. Nun, wie wir alle wissen, eine Kreuzbandverletzung ist jetzt nun vielleicht nicht unbedingt das Karriereaus, aber je nach Verletzungsgrad kann das sehr wohl sein. Es kann auch bedeuten, dass nach der Genesung er nie wieder im Fußballtor stehen kann oder stehen wird. Es ist daher eine eigentlich für mich sehr, sehr traurige Episode des virtuellen Torwarttrainings, weil es bedeuten kann, dass wir nicht weitermachen können, so sehr wir es wollen. Denn, das müssen wir jetzt auch sagen, einen anderen Demo-Torwart gibt es bisher nicht. Das liegt daran, weil bestimmte Dinge, die wir herausgearbeitet haben über die Jahre, haben sich bei der blauen Mauer auch einfach eingeschliffen und sind eingearbeitet. Wir müssen da nicht mehr viel reden, sondern wir können schlichtweg einfach auf diese Dinge aufbauen und diese Dinge dann so herausarbeiten. Das ist bei anderen Torleuten ein wenig anders. Hier gibt es bestimmte Dinge, das können wir so einfach nicht machen. Die blaue Mauer war immer jemand, der mich persönlich herausgefordert hat. Er hat Dinge hinterfragt über seine Art, über sein Denken. Er hat die Dinge nicht einfach hingenommen, sondern er hat die Dinge auch dann immer mal hinterfragt. Und diese Fragen forderten Antworten. Das ist so eine Sache, wo man dann wirklich sagt, es ist manchmal sehr, sehr schwierig gewesen, über die ganzen Jahre hinweg darauf dann klare Antworten auch zu finden. Darunter sind natürlich auch ein paar verrückte Sachen, die wir gemacht haben. Man darf nie vergessen, wir haben diese verrückten Sachen gemacht. Warum? Weil sie uns Spaß gemacht haben. Wir haben sie gemacht, weil sie euch wahrscheinlich auch irgendwie, ja, wie man das sagen, ein bisschen schräg vorgekommen sind und ein bisschen komisch, aber das war beabsichtigt. Letztendlich, viele nehmen den Fußball viel, viel zu ernst. Im Amateurbereich geht es hauptsächlich um den Spaß. Und so kam auch die Verletzung durch Spaß. Denn er ist passiert in einem Vorbereitungsspiel. Die blaue Mauer wollte der Mannschaft helfen und hat sich im Feld einsetzen lassen. Dabei kam es zu dieser Verletzung. Laut den Aussagen völlig ohne Fremdeinwirkung und natürlich dann auch mit typischen Dingen, ach, da wird schon nichts sein. Und doch, das MRT offenbart dann die Verletzung und die Schwere dessen. Jetzt sind schon einige Tage und vielleicht Wochen vergangen. Ich weiß es nicht genau. Und letztendlich, deshalb müssen wir jetzt sehen, was daraus wird. Ist es nun das Ende des virtuellen Torwarttrainings? Können wir dann nicht mehr weitermachen? Ich weiß es nicht. Ich sitze also hier und eigentlich erinnere ich mich gerade an die Momente zurück, die uns so viel Spaß gemacht haben. Mein Eberhard Trautner, die blaue Mauer, vor vielen Leuten anschrie, wer hat dir das beigebracht? Und dann sich rumdrehte zur Menge und sagte, und das soll er sich behalten, denn so bleibt er flexibel, macht es nicht anders. Ein Lob von einem so großen Torwarttrainer.
Das war etwas, was die blaue Mauer mit nach Hause nahm. Kann man mal so haben. Es ist nicht nur motivierend, es ist schön. Eine Einladung in ein Nachwuchsleistungszentrum. Die blaue Mauer hat es nicht geschafft. Klar, ist ja auch logisch. Aber trotzdem dann vom Trainer zu hören, mach bloß weiter, gib nicht auf. Nur weil du hier nicht genommen wirst, heißt nicht, dass du schlecht bist. Klar, es reicht nicht für ganz nach oben. Aber es reicht, um zumindest mal 3 Tage Spaß zu haben. Er ging dorthin mit der Prämisse. Hey, wenn die mich nicht nehmen, es ist nicht schlimm, das ist wie Phantasialand, nur es kostet kein Geld. Und genau so hat er das Training auch angenommen. Er hat viel gelacht, er hat viel Spaß gehabt, er hat sich angestrengt. Und trotzdem, es war für ihn einfach eine Sache, das ist schön, das ist anders. Es war ein Lob für seine Arbeit, für seine Passion. Denn eines muss man der blauen Mauer immer wieder sagen, sie lebte den Torwart-Sport. Die blaue Mauer war für mich immer das Sinnbild eines Fußballtorwarts. Jemand, der nicht nur hart trainiert, sondern der bestimmte Dinge hinnimmt, probiert, versucht, um daraus dann festzustellen, ist das in Ordnung? Geht das für mich oder geht das nicht für mich? Und dann auch über Alternativen versucht nachzudenken, beziehungsweise mit dem Trainer darüber spricht. So haben wir beim Abspringen, und weswegen ich das Video für hohe Bälle da erwähnt habe, haben wir da lange, lange diskutiert. Ist der einbeinige Absprung wirklich die Sache? Ist das so? Können wir das so machen? Wir haben Alternativen uns angeschaut. Denn die blaue Mauer wollte da in der Richtung mehr und wollte Dinge versuchen. Hatten wir eine Lösung? Ich weiß es nicht. Viele dieser Videos, die wir machen, sind ja eigentlich auch nur Denkanstöße oder Lösungsansätze. Sie sind niemals eine fertige Lösung. Sie sind eine Sache, eine Philosophie, so wie wir uns das vorgestellt haben, um bestimmte Situationen zu lösen. Sie waren niemals gedacht für, das ist so perfekt, das ist so gut. Nein, es war immer eine Idee. Viele dieser Ideen fanden auch bei Trainern Anklang. Insbesondere bei vielen Trainern, die irgendwo auch in einem Nachwuchsleistungszentrum waren. Heute muss ich sagen, ich finde es schade, dass viele dieser Trainer uns nicht mal angeschrieben haben und gesagt haben, hey, kommt doch mal vorbei, wir würden euch gerne mal persönlich kennenlernen. Leider hat das nicht geklappt. Warum? Weil ich denke manchmal, man hat Angst vor uns, dass wir doch zu verrückt sind. Wovor hat man Angst? Man ist ein Nachwuchsleistungszentrum. Was die machen, das ist für uns unerreichbar. Okay, das ist schön. Aber für uns wäre das so eine Form von Lob gewesen, weil, man darf nicht vergessen, blaue Mauer, das wäre wie Phantasialand gewesen, nur ohne Eintritt. Ja, und nun ist es soweit, dass die erste schwere Verletzung der Karriere da ist. Und das bedeutet längerfristig keine Videos. Denn nach der Verletzung weiß man erst, wie es weitergeht. Und nach der Reha weiß man, ob er überhaupt wieder im Tor spielen kann und dann auch die gleiche Leistung wie zuvor bringen kann, ja bringen darf. Denn Amateurfußball ist nicht das Leben. Er wird sein Geld nicht damit verdienen. Und wenn er dann den Fußball an den Nagel hängen muss, dann ist das so. Und dann ist dieses Video wirklich der Nachruf auf das virtuelle Torwarttraining. Denn ohne einen Demo-Torwart von der Klasse und der Leidenschaft einer blauen Mauer ist unvorstellbar, undenkbar und dann wäre an dieser Stelle leider Schluss. Und damit verabschiede ich mich von euch. Entweder für diese Episode, die, wenn es der blauen Mauer besser geht, auch dann wieder verschwindet, oder aber vielleicht ab jetzt für immer. Also dann, macht's gut und danke fürs Zuschauen und danke, dass ihr uns so die Stange gehalten habt. Es war schön mit euch. Vielen, vielen Dank. Ciao.